Willkommen hier aus Atlanta und damit willkommen zum letzten Gruppenspiel der Gruppe G. Deutschland gegen Italien aus dem Mercedes-Benz Stadium. Ich bin der Dennis vom Kanal Immon615, Kommentator dieser Begegnung, und heute hier könnte es um den Gruppensieg gehen. Es könnte eben auch darum gehen, ob Italien in die nächste Runde geht oder eben nicht. Das ist heute das, wo eigentlich ein bisschen mehr drauf geachtet wird. Aber als erstes gibt es die Nationalhymnen beider Teams. Als erstes die von Deutschland. Anschließend gibt es die Nationalhymne von Italien. Ein Aufeinandertreffen in einer Gruppenphase, relativ selten zwischen diesen beiden Teams. Eher geht es oftmals gegeneinander in einer K.O.-Phase. Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft, eigentlich unverändert gegenüber den letzten Spielen. Man hat beide gewonnen und heute sollte der dritte Sieg folgen. Sie spielen heute wieder mit einem 4-2-3-1-System. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass die drei Mittelfeldspieler auch eventuell als Stürmer agieren. Mal gucken, ob es heute hier gegen Italien ähnlich laufen wird. Denn ja, das deutsche Team ist in einer guten Situation. Momentan Gruppenerster. Man braucht ein Unentschieden nur, um eben Gruppenerster zu bleiben. Also alles im grünen Bereich. Für die Italiener dagegen, ja, im letzten Spiel gegen Kanada gab es nur ein Unentschieden. Und dementsprechend ist man jetzt hier so ein bisschen in der Bedrängnisphase. Italien 4-3-3-System. Denn ja, mit einer hohen Niederlage bzw. einem hohen Sieg der Kanadier im Parallelspiel gegen Norwegen könnte Italien sogar hier ausscheiden. Also das ist eben die große Frage. Mit dem Unentschieden sind beide weiter. Aber ich denke mal, die Rivalität dieser beiden Teams wird ein Unentschieden eher jetzt nicht provozieren. Und damit kann es losgehen, das deutsche Team in den weißen Trikots gegen Italien im Blau. Also Italien ist natürlich hier gefordert und die werden natürlich auch in der Offensive wahrscheinlich einiges zeigen, denn wie gesagt, ein Unentschieden wäre schon okay, es würde reichen. Aber erstmal hier die erste Chance für Italien. Barella mit der Möglichkeit, Neuer zur Stelle. Morgen wird dann um circa 20 Uhr die beiden Partien der Gruppe H angepfiffen. Was bedeutet eben die Sieger? Entschuldigung, diejenigen, die dann auch weiterkommen, wissen wir dann. Also Deutschland ist auf jeden Fall ja schon im Achtelfinale. Aber die Frage ist eben, welcher Gegner wird Deutschland dann im Achtelfinale begegnen? Und auf welcher Position eben? Ob man jetzt als Gruppensieger dabei ist, ne, mit hier einem Sieg oder einem Unentschieden. Oder eben als Gruppenzweiter mit einer Niederlage. Gera verliert den Ball aus dem Blick wahrscheinlich, deswegen der Ball unglücklich da im Aus, so komplett unbedrängt. Barella. Und Immobile. Insigne. Ja, jetzt versucht man das hier wirklich, die Lücken zu finden. Oh, sehr stark gemacht von Barella. Der Ball wird quer gespielt auf Raum. Im Endeffekt, weil der deutsche Verteidiger hier super aufpasst. Das nennt man gute Manndeckung. Immobile will den Ball sich ein bisschen hochlegen. Aber Kehrer geht ihn dazwischen. Nächste Möglichkeit. Immobile. Und Insigne. Emerson. Immobile. Ja, kommt da an Rüdiger vorbei. Er versucht selbst und Neuer im Nachfassen. Also das deutsche Team, so wie erwartet, ein bisschen sehr defensiv angehaucht. Weil die brauchen hier und heute ja nicht wirklich einen Sieg. Das zum einen, und zum anderen schon Richtung Kräfte schonend spielen. Während eben Italien eben einen Sieg unbedingt braucht.
Und das ist ein Foul, das hier definitiv mindestens gelbwürdig ist. Mal gucken, was der Schiedsrichter hier entscheiden wird. Er entscheidet gelb. Ja, gelbe Karte, falls man weiterkommen sollte. Wichtig. Noch eine gelbe Karte bedeutet dann, nächstes Spiel würde er fehlen. Er hat die erste gelbe Karte. Bastoni. Mit Gelb. So, erster Angriff vielleicht jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Nee, eher nicht. Bonucci passt auf und leitet den Konter ein. Immobile. Ja, versucht da den richtigen Mann zu finden. Berardi. Barella. Jetzt läuft der Ball wieder souverän und jetzt ist die große Chance für Ferrati und Italien führt! Da hat sich jetzt die Arbeit gelohnt! Und mit dem Ergebnis kann das andere Ergebnis völlig egal sein, denn mit diesem Ergebnis ist Italien Gruppensieger! Da haben sie nicht aufgepasst auf Ferrati. Keiner deckt ihn und der zieht dann souverän ab. Und damit die Führung für die Italiener. 25. Minute, die Nummer 6. Macht das 1:0. Und damit ist jetzt natürlich Deutschland so ein bisschen gefordert. Klar, Sieg oder Unentschieden bedeutet Gruppensieg. Niederlage hingegen nicht. Niederlage bedeutet, man kriegt einen schwierigen Gegner im Achtelfinale, nämlich den Gruppensieger aus Gruppe H. Der ja eigentlich noch komplett offen ist, wer es sein wird. Denn im zweiten Spieltag ja bei beiden Partien ein Unentschieden, aber jetzt Deutschland mit dem Konter Havertz. Und Donnarumma, ja, der muss da wirklich nicht wirklich aufpassen. Aber es spielt ihn direkt gegen die Beine. Nächste Konterchance. Und da lassen sich hier auch einige Räume offen. Barella. Und Berardi im Abseits. Abseitssituation. Aber hier sieht man einfach, dass die Italiener hier das Ding hier nochmal absichern wollen. Abseitssituation, na, eher nicht. Eher, ja, wahrscheinlich eine Millimeterentscheidung. Langer Ball von Sané. Ja, aber da ist keiner. Da ist keiner außer eben der Torwart. Der Pass war eher schwach, Müller dazwischen. Dementsprechend nächste Möglichkeit für das deutsche Team. Werner! Und dann muss er sich hier beweisen. Donnarumma ihm noch leichtfertig den Ball gewonnen. Jetzt aber hart erkämpft. Und es gibt Eckball für das deutsche Team. Ecke Gündogan. 7 Minuten noch im Durchgang. 1. Ecke wird hier kurz getreten. Musiala. Und Rüdiger. Rüdiger und Donnarumma lässt ihn nach vorne abklatschen. Aber Bonucci hellwach und kann den Ball rausklären. Also Italien jetzt extrem zurückgezogen. Klar, denen reicht dieses Ergebnis. Und nächste Möglichkeit, Sané. Sané spielt ihn quer, aber Bastoni ohne Probleme da hinten. Kommt jetzt vielleicht ein Konter. Über Jorginho. Ja. Schlotterbeck, der muss aufpassen. Der ist einer der Spieler, der gelb vorbelastet ist. Eine Minute Nachspielzeit, die jetzt rum ist. Das wird der letzte Angriff der deutschen Mannschaft in Durchgang 1 sein. Müller, Doppelpassspiel mit Havertz.
Kira, der Ball, ja, im Endeffekt der Ball verhungert und deswegen hat es nicht so sollen sein. Italien führt hier zur Halbzeit mit 1:0, weil sie eben am Anfang des Spiels das Tor mehr wollten und ja, das deutsche Team da vielleicht ein bisschen zu defensiv war, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt einfach nicht darauf vorbereitet, dass Verratti auch Tore schießen kann. Also Italien führt hier mit 1:0 zur Halbzeit. Durchgang 2, herzlich willkommen aus dem Mercedes-Benz-Stadium. Heute zur Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Italien. Und Italien führt hier mit 1:0, bedeutet also im gleichen Schluss. Aktuell ist Italien Gruppensieger, aber erstmal hier direkt die erste Chance der Italiener. Früh wollen sie hier anscheinend das zweite machen, aber Rüdiger dazwischen. Also, die erste Halbzeit zusammengefasst im Endeffekt. Italien am Anfang hellwach, die wollten, die müssen, die mussten und sollten das Tor erzielen, haben es erzielt. Seitdem man das deutsche Team gewillt, hier den Ausgleich zu erzielen, weil eben der Ausgleich theoretisch wie auch praktisch dazu reicht, Gruppensieger zu werden. Mit dem Ergebnis hier ist man nur Gruppenzweiter, denn Italien ist damit Gruppensieger und das andere Spiel ist völlig irrelevant, denn Italien damit mit 7 Punkten Erster. Kanada könnte höchstens mit einem Sieg 4 Punkte kriegen, was eben weniger ist als 6 Punkte. Und somit dann klar ist, welche beiden Teams aus Gruppe G in die kommende Runde ab übermorgen im Achtelfinale spielen dürfen. Müller und Bonucci, passt da auf. Immobile, ah, das war kein guter Pass. Werner. Bastoni da hinten, also die beiden, sowohl Bonucci als auch Bastoni, passen da sehr stark auf in dem Zentrum. Die lassen da nichts durch. Da beißt sich hier die deutsche Nationalmannschaft die Zähne aus. Müller. Doppelpassspiel mit Werner. Raum. Und Sané. Ball geht Richtung Müller, aber das hat nicht so sollen sein. Nächste Chance, nächste Kontermöglichkeit für die Italiener. Halbe Stunde noch auf der Uhr. Und bislang läuft alles nach Plan A für Italien. Immobile. Immobile mal aus der Distanz. Neuer stand da richtig. Sieht auch, dass der Ball direkt daneben geht. Und reagiert hier nicht. Natürlich. Wechsel. Nur auf Seiten der Deutschen. Okay, Wechsel bei Deutschland. Die Nummer 14 geht, dafür kommt die 8. Jetzt hier erwartet, dass auch Italien wechselt. Hier ist diverse Spieler wärmen sich eigentlich hier schon ein bisschen länger auf. Aber das deutsche Team reagiert eben mit einem neuen Mittelfeldmann. Müller. Langer weiter Ball Richtung Leroy Sané, der nicht bewacht worden ist. Raum. Und Gündogan. Jetzt kann es gefährlich werden. Müller und Donnarumma zur Stelle. Vielleicht wäre die sinnvollere Option, den Ball nach vorne zu Havertz zu spielen. Aber er wollte den selber machen. Und so weiterhin 0:1. Vielleicht auch jetzt hier die Antwort von Italien. Emerson spielt den Ball auf dem Flügel weiter zu Giro Immobile. Immobile, guter Pass und der Ball. Ja, den hat Neuer. Den hat Manuel Neuer und es gibt den nächsten Konter. Es ist jetzt hier ein offenes Spiel. Beide Teams wollen das zweite Tor, wollen das erste bzw. das nächste Tor erzielen. Sané geht der Ball in die Mitte und Müller! Das taktisch geprägte Spiel des ersten Durchgangs, es ist jetzt passé, definitiv.
Beide Teams wollen das nächste Tor erzielen. Ecke Deutschland. 15 Minuten noch auf der Uhr. Und es gibt jetzt den Wechsel. Nächsten Wechsel für Deutschland. Nämlich die 21 geht. Dafür kommt die 6 aufs Feld. Also weiterhin hier Italien eigentlich ganz anscheinend froh darüber, wie es aktuell aussieht. Sie können es auch sein, weil mit dem Ergebnis sind sie Gruppenerster. Sané, Ball in die Mitte, aber das ist nichts, das ist abseits. Ja, er ärgert sich auch darüber. Klar, er stand da hier noch sehr weit in Richtung Eckfahne. Ja. Er hätte sich ein bisschen früher lösen müssen. Aber aus meiner Sicht eigentlich, ja, fast schon die falsche Entscheidung, aber hier in Atlanta hatten wir ja schon öfter Entscheidungen gehabt, die aus meiner Sicht sehr fragwürdig waren. Ferrati. Und Goretzka nimmt sich einfach mal den Ball und leitet den Konter ein. Müller und Sané. Kann er den Ball jetzt in die Mitte flanken. Sané wird hier zu Fall gebracht. Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, der jetzt vorbei ist. Also ein knapper Erfolg für Italien steht aktuell zu Buche. Kommt das deutsche Team nochmal zurück. Nächstes Foul. Nächste Sache, die hier vielleicht für viele deutsche Fans nicht so läuft, wie man es erhofft hat. Dementsprechend natürlich die Buhrufe. Wahrscheinlich nicht gegen das Team, eher gegen den Schiedsrichter, gegen seine Entscheidung aktuell. Werner. Hakentrick auf Havertz. Havertz, Ball geht in die Mitte und Donnarumma pflückt sich den Ball aus der Luft und hält damit weiterhin hier die Null. Und natürlich, jetzt lässt er sich enorm Zeit. Auch sehr zu Ungunsten der deutschen Mannschaft, dass er sich hier enorm Zeit lässt. Nachspielzeit 2 Minuten, die letzten Chancen hier für das deutsche Team als Gruppensieger durchzukommen. Kehrer wird hier komplett unter Druck gesetzt. Müller und dann war's das. Italien gewinnt das letzte Spiel dieser Gruppe. Bedeutet also, Italien ist Gruppensieger der Gruppe G. Deutschland ist Zweiter. Ja, es hat heute nicht sollen sein mit der Defensivtaktik. Früh ist diese zerstört worden und Marco Ferrati, Man of the Match, er ist der Torschütze zum 1:0 und damit auch derjenige, der Italien hier zum Gruppensieg geführt hat. Das war's hier aus Atlanta. Italien gewinnt mit 1:0 gegen Deutschland. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.